So, da sind wir wieder, Leute. Und zwar in der schönen, im schönen Schloss des Königs. Naja, oder das, was davon übrig ist. Da die Skelette ja nichts von innen einrichten, von innen Architektur wissen. Und so blöd sind die, in ihren eigenen Fallen zu sterben. Ja, ist schon mal ein guter Anfang, oder? Aber wenn wir nicht auch gleich danach sterben. Nö, da ist kein Skelett gewesen, habe ich mich wohl verguckt. Dafür ist hier eine schöne rot leuchtende Dämonenfratze, die uns auslacht. Hallo Skelett. Hallo gepanzertes Skelett. Skelett respawn hinter uns. Aua. Das war zu hoch. Hä? Okay, dies. Gepanzerte Skelette können wir leider nicht. Aber wir können sie mit Steinen erschlagen. Okay, und unser Ritter ist kurz davor zu sterben. Deswegen ist es gut, dass wir hier die Heilfiole aufsammeln. Oh, und da unten ist ein nicht allzu gut verstecktes Secret. Das wir uns dann doch gleich mal holen werden. So, nehmen wir lieber den Magier, der hat noch genug Lebenspunkte. Gucken wir mal kurz, ob da drunter noch was ist. Nö, da scheint nichts zu sein. Also wieder hier drüben. Erfahrungsfiolen aufsammeln und kurz in die Truhe linsen. Was haben wir hier denn Schönes? Eine Adlerstatue, was macht die denn? Das ist nicht schlecht. Schützt den Zauberer und senkt den Energieverbrauch. Okay, das war mal ein nettes Secret. Jetzt müssen wir noch hier hochkommen irgendwie. Bauen wir uns hier mal eine Treppe mit Kisten. Schwingen uns hier rüber. Kannst ruhig wieder... Na, das war nichts. Dann hüpfen wir halt wieder hier hoch und schwingen uns. Wow. Mit der Diebin hier hoch und verprügeln mit dem Krieger die Fledermäuse. Aber da sich die so nicht so gut verprügeln lassen. Ja. Was ist das da drüben? Ach so, wieder so ein Rad, auf dem wir balancieren müssen. So, aber erstmal hier oben. Und dann gucken wir mal kurz, was hier unten ist. Außer jede Menge Ärger. Du da hinten nervst uns, deswegen... Kriegst du eine Kiste auf den Deckel? So. Und hier eine Stufe auf. Na, das war noch nicht das, was ich erreichen wollte. Komm, komm, Puss, Puss, komm noch mal hier hoch. Deshalb bloß du kommst da nicht mehr hoch. Dann gehen wir halt mal ein paar Schritte weg. Jetzt müsstest du eigentlich da hochkommen können. Müssen wir das Ding wirklich irgendwie auf dich runterschleudern? Nö. Hat auch nichts gebracht. Na gut, dann kriegst du auch eine Kiste auf den Kopf. Nein, das war nichts. Und ich merke gerade, ich habe meinen Timer für die Aufnahme nicht gestartet. Okay, der zerhackt uns alle Kisten. Ignorieren möchte ich dich aber nicht. So. Energiefiole brauchen wir nicht unbedingt, aber wir haben Erfahrung gekriegt. Okay. Das müsste ihm Feuerschild und ein Flammenschwert geben. Genau. Deswegen kriegt er das jetzt auch einfach mal. Weil hier verbessern wir den Feuerbogen.
Ja, jetzt hat er ein Flammenschwert. So. Hüpfen wir mal hier hoch. Moment, ich starte jetzt mal die Aufnahmezeit. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. So. Na komm schon, komm. So schwer sind wir gar nicht. Aber die Fledermäuse sind nervig, so. Ist hier noch eine, die was will? Das war nicht so gut. Da oben ist ein gepanzertes Skelett und auf der anderen Seite ist auch ein gepanzertes Skelett. So. Jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Oder einfach hier nachschießen. Klappt irgendwie nicht ganz so. Oder so halber wenigstens. So. Und dann geht es jetzt herauszufinden, für was der Schalter hier unten gedacht ist. So. Ich würde mal annehmen. Wieder hier runter. So geht das auch, weil wenn ich da eine Kiste drauflege, wird die nachher von dem Ding da weggeschoben. So, und jetzt müsste hier wenigstens die Tür aufgehen, oder? Genau. Und da drüben sehe ich doch schon wieder eine Truhe. So, schöner Schuss von hinten. Und an die Truhe ran. Was haben wir hier Schönes? Noch nichts, weil wir uns erstmal gegen die Armee der Finsternis erwehren müssen. So, dürfen wir jetzt die Truhe öffnen? Schnellköcher für die bin gefunden. Was macht der denn? Kann die Diebin noch schneller schießen? Das sah gerade ein bisschen komisch aus. Das sieht immer noch komisch aus. Jetzt sieht es besser aus. Okay, jetzt können wir schon mal schneller schießen. Also den Bogen schneller spannen. Dann gehen die beiden Pfeile schneller zusammen. Pfeilspitzenteile schneller zusammen. So. Noch einer. So. Kommt noch einer. Nö, will wohl keiner mehr. Ist jetzt zwar nicht was unbedingt Notwendiges für die Dieben, aber... Uah, das war knapp. So, jetzt räumen wir erst einmal mit dem Magier diese Dinger aus dem Weg. So. Du kannst auch da runterkullern von mir aus und du auch. Jetzt können wir hier rüber. Die Lebensampulle sollten wir uns auch sparen. Könnten wir nämlich gleich gebrauchen. So, das Skelett da drüben erledigt. Und jetzt kommen wir nicht mehr hier hoch. Aber und fallen gleich da unten in die Stacheln. Nee, nee, nicht so mit mir.
hauen wir uns lieber hier mal durch die Horden wieder durch. Ja, bleibt da drauf stehen. Oder wir zerquetschen dich einfach so. Nein, in die Richtung wollte ich nicht schmeißen. Komm her, du. So geht das. Ist immer wieder lustig, dich da mit einem Stein zu zerschmettern. Auch wenn es alle Skelette sind. Ist eigentlich vom Vorteil. Gegen Skelette macht man damit ja schönen Wuchtschaden. Eigentlich dürfte man mit dem Bogen gar nicht so gut treffen. Okay, im Springen kann ich nicht schießen. Aber ich kann von hier aus schießen. Kommst du? Und gleich wieder runter und komm wieder hoch. Und gut. Uah. Das war eng. Ja, genau, bleib genau da unten stehen. Da treffe ich dich nämlich schön. Und dich treffe ich auch gut. Und jetzt können wir uns hier hochschwingen. Und hier rüber. Und da oben sind jede Menge Fiolen. Aua. Wie kannst du es wagen, einer Dame in den Rücken zu schießen? Keine Anstand, die Skelette von heute. Und als Inneneichenrichter sind sie auch nicht zu gebrauchen. Ja. Ja, genau. Machen wir hiermit machen wir die Tür hier auf. Was auch immer das uns bringt. Außer, dass wir nochmal hier rüber hüpfen können, wo absolut nichts ist. Ah. Oh, das war etwas knapp. Aber gut. Oh, das hier ist so eine gemeine Stelle, wa? Genau, hier müssen wir nämlich hier rüber hüpfen. Okay, zerquetscht werden können wir zum Glück nicht. Müssen wir hier rüber hüpfen und gucken, dass wir nicht von den Morgensternen ins Gesicht bekommen. So viel Eisen brauchen wir nicht. Wa? Und jetzt auch noch mit Skeletten auf Zahnrädern tanzen. Das ist schon gemein. Ja. Ja. So. Gehen wir lieber mal hier rüber. Und lassen die Skelette entweder zu uns kommen oder da zerquetscht werden. Ich glaube, die Skelette werden da nicht zerquetscht. Ah, jetzt haben wir sie wenigstens erwischt. Uah. Uff, das war knapp. Aber gut, wir haben es hier drüber geschafft. Und ich will erst die Fiole da oben. Ist da oben noch was? Nö, ist nichts mehr. Und ich würde sagen, da ich nicht vergessen habe, die Aufnahme zu starten, und dass der Part nicht zu lang wird, lasse ich ihn lieber etwas kürzer werden und mache hier schon mal einen Cut. Also bis gleich.